Wert zurück für die Lines SMG. Also dein Signal ist mindestens um 3-4 S-Stufen angestiegen und wurde richtig, richtig laut. Aber am Schluss des Durchgangs ging es auch wieder ein bisschen nach unten. Deshalb hoffe ich, dass du jetzt vielleicht immer noch ein bisschen was von der schönen QSB-Phase mitbekommst, von meinem Signal. Ne? Also, dass du mich überhaupt hörst, freut mich schon. Prinzipiell wäre das Ganze jetzt auch schon fahrradtauglich, wobei ich nicht weiß, was der Fahrradfahrer auf dem Sitz noch für eine Dämpfung mit ins Spiel bringt. Ne? Das müsste man noch mal klären. Ansonsten bin ich jetzt nur einen Meter von der Antenne entfernt. Mikrofon zurück, D-Lines SMG, D-Lines CR. Ja, D-Lines SMG zurück. Ja, also es geht schon ein bisschen rauf und runter. Ich habe das Signal, als das ziemlich gering ist, merkt man immer noch, dass es mal stärker, mal schwächer wird. Nicht? Vielleicht eher schwächer. Aber ja. Was soll man sagen? Beschreib doch bitte deine Station mal. Power und wie lang ist die Antenne? Und wie ist die Antenne aufgebaut? Mikrofon durch für dir. Ja, Roger, Roger. DL1CR zurück für DL1SMG. Also die Antenne ist etwa in der Summe 2 Meter lang, befindet sich an seinem Fußpunkt, am Einspeisepunkt, 30 cm über einer Grasfläche. In der Mitte der Antenne, etwa am unteren Drittel, befindet sich eine Verlängerungsspule, die ist sehr, 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 sehr schmal, hat einen Durchmesser von weniger als 1 cm. Am Fußpunkt befindet sich ein mir nicht bekannter ein Anpassungstransformator, der ist nicht zugänglich, es ist eine kommerzielle Antenne. Und das Ganze ist dann nochmal über einen Antennenkoppler optimal angepasst. Ohne Koppler habe ich ein SWR von 2,5. Mit Koppler geht es auf 1 zurück. So, ich hoffe, da ist irgendwas rübergekommen. DL1 SMG, hier ist DL1 CR. Ja, leider ist nicht alles rübergekommen.